Servus Leute, wir sind neu hier auf YouTube und wir machen jetzt öfter mal solche Bierverkostungen. Könnt auch ruhig mal in die Kommentare schreiben, welches Bier wir als nächstes kosten sollen. Heute stelle ich euch das Rothauspilz von der Brauerei, von der Staatsbrauerei Rothaus AG. Es wurde 1791 gegründet, hat 5,1 Umdrehungen. Ja. Die Stammwürze bei diesem Bier liegt bei 12,4%. Es hat einen Bittereinhalt von 32. Der Brennwert pro 100 Milliliter bei diesem Bier sind bei 41 Kalorien. Es gibt ebenso von Rothaus ein Hefeweizen, Märzenradler, Schwarzmehl, Hefeweizen alkoholfrei und Pilz alkoholfrei. Das Rothauspilz 0,5 und Rothaus Tanzäpfle 033 sind das gleiche Bier. Manche Leute, auch Experten, haben schon Geschmacksunterschiede feststellen können. Dies kann die Brauerei aber nicht erklären. Es hat das deutsche Reinheitsgebot, was 1516 erklärt wurde. Und es ist das beliebteste Bier Deutschlands. Nun kommen wir zu der Verkostung. Ja. Natürlich in Oktoberfestgläsern. War ja gerade. Hier sieht man nochmal die Flasche. Wir verkosten hier die 03 Flasche, die jedoch gleich, wie gesagt, mit der 05 Flasche ist. Ja, hier oben mit solchen Goldpapier, hier Tanzäpfel. Jetzt ein bisschen unprofessionell gießen wir das ein, aber das macht ja nichts. 03 in 05 Glas, aber naja. Für den Anfang reicht's. So, ich werde dann mal anfangen mit der Verkostung. Jetzt mach das. Schön die Farbe. Nochmal. Schön Gold. Also ich finde, es ist halt wie ein Pilz sein muss. Den leicht bitteren Geschmack, oder? Also ich muss sagen, ich hatte es schon mal getrunken. Da fand ich es tatsächlich nicht so lecker. Aber jetzt so beim zweiten Verkosten finde ich es echt ganz lecker. Also für ein Pilz, ja? Ja. Wir haben für eine Flasche 03 bezahlt 97 Cent ohne Pfand. Genau. Ich glaube, die 05 Flasche hat 1,09 Euro gekostet. Ja, was eigentlich nicht so teuer ist, muss ich sagen. Ja. Ja, man merkt halt diesen typischen Pilzgeschmack. Jedoch muss ich sagen, es ist nicht ganz so bitter wie andere Pilze, die ich kenne. Es ist ein bisschen milder. Ja. Auch im Abgang. Ja, also. Kann ich eigentlich empfehlen. Ja, muss ich auch sagen. Ist vielleicht jetzt nicht so jedermanns Sache, aber kann man ja mal rein. Gut, für 03 ist es jetzt nicht das billigste Bier, das muss man auch wieder dazu sagen. Ja. Aber die 05 Flasche ist eigentlich dann, wenn man es so runterrechnet, auf jeden Fall besser. Ein bisschen günstiger, ne? Ja. Also echt lecker. Ja. So, das ist unser Fazit zu dem Bier erstmal. Ja. Also hier auch nochmal der Kronkorken. Das Rothaus hier schön mit dem Wappen drauf. Ja. Ah. Ist eigentlich auch die Goldfolie drüber, aber die geht leicht ab. Ja. Leider kein Gewinnspiel. Nee. Ja. Dann war es das erstmal für das erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Anregungen oder Biervorschläge, die wir mal kosten sollen, in die Kommentare schreiben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ja. Und probiert es ruhig mal. Ist echt lecker. Ja. Also, ich hoffe, euch gefällt. Bis dann.